Hier mal Beispiele. If vorn frei, vor, else links oben. Das heißt, hier ist zunächst bis zu dieser Stelle die bedingte Anweisung und dann kommt das else mit der false-Anweisung. Die false-Anweisung ist hier wiederum eine Block-Anweisung. Falls vorn frei den Wert true ergibt, hüpft der Hamster eins nach vorne. Da ist ja auch keine Mauer. Andernfalls, das heißt, der Hamster steht vor einer Mauer, dreht er sich links um. Aber er macht entweder das eine oder das andere. Ein zweites Beispiel. If Maul leer, dann kommt die Leeranweisung else gib, links um. Dies hier ist die bedingte Anweisung. Dann kommt das else mit dem gib und aus der bedingten Anweisung wird eine alternative Anweisung. Diese Anweisung hat folgende Auswirkung. Falls das Maul des Hamsters leer ist, ja, dann soll er gar nichts tun. Ansonsten soll er ein Korn ablegen. Er hat ja dann ein Korn im Maul. Und in allen Fällen soll er sich links umdrehen. Das hier ist eine Anweisungssequenz, die besteht aus der Alternativanweisung und der Anweisung links um. Das heißt, zunächst werden alternativ die Leeranweisung und die Gib-Anweisung oder die Gib-Anweisung ausgeführt und in allen Fällen wird dann die Linksum-Anweisung ausgeführt. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man mal beispielsweise die Leeranweisung einsetzen kann. Bei der wirklichen Programmierung wird man natürlich hier Folgendes machen, dass man hier den Negationsoperator nutzt und dann die Alternativanweisung in eine bedingte Anweisung umändert, nämlich das Gib als True-Anweisung nutzt und dann kann ja der Erzfall weggelassen werden. Dann haben wir eine klassische bedingte Anweisung. Und dann kommt wiederum für alle Fälle links oben. Hier ist ein Beispiel für eine sogenannte If-Else-Anweisung, wobei die False-Anweisung selber wieder eine If-Anweisung ist. Die True-Anweisung dieser Alternativanweisung ist vor. Die False-Anweisung ist die folgende Anweisung, also diese If-Anweisung. Und in dieser If-Anweisung gibt es wiederum eine Else, ein Else-Teil, und deren False-Anweisung ist die. Und so weiter. Das heißt, was passiert hier letztendlich, wenn diese Anweisung ausgeführt wird? Es wird überprüft zunächst, ist vorn frei. Wenn vorn frei ist, hüpft der Hamster eins nach vorne und die Alternativanweisung ist beendet. Der Else-Fall, das heißt, diese Anweisung wird gar nicht mehr angesprochen. Ist aber die Kachel vor dem Hamster durch eine Mauer belegt, wird die False-Anweisung ausgeführt. Und jetzt wird wieder überprüft, if Korn da. Falls das true ist, nimmt der Hamster und ist damit beendet. Und diese Alternativanweisung ist damit beendet. Falls kein Korn da ist, springe in den else-Teil, das heißt führe die false-Anweisung, dieser if-Anweisung aus. Falls not Maul leer, gib else links um. Diese Anweisung, das ist eine alternative Anweisung, führt also dazu, dass abhängig von bestimmten Bedingungen der Hamster in jedem Fall einen Befehl ausführt, nämlich entweder vor oder nimm oder gib oder links oben.